Das ist ja flotte Musik. Oh! Klarinette. Mustafa Candilari. Wer ist denn das? Benny Goodman, der Türkei. Klarinette. Sauber. Ah, der hat's voll drauf. Da, Piratenfan, da haben sie mir reingesteckt. Dann war ich beim SPD-Stand und kam das auch noch dazu. Was habe ich denn gemacht? Was sind wir denn? Oh, 1. Mai. Ach, heute ist der 1. Mai, ja. Ich war ja auf dem Stüdinger Kirchplatz. Schön war's. Ich hab da an meinem Projekt weitergearbeitet, ne? Berlin. Berlin. Ja. Der ganze Umzug wurde eingespannt. War ein schönes Fest, also muss ich schon sagen. Was mir imponiert hat bei dem Projekt, also mit dem Geburtstag und so weiter, ich möchte nichts verraten. Im August muss es fertig sein, fahren wir nach Berlin. Aber die Kurde waren da, auf dem Stühlinger Kirchplatz. Habe gekocht, habe getanzt. Wenn was gegessen, wenn was getrunken, ich habe mich gefreut. Ich habe mit den Leuten gesprochen, wunderbar, ich habe auch ein paar Aufnahmen gemacht, ne? Sagenhaft. Oh, die Kiste ist ja noch an. Alles okay? Der Fritz-Verstärker. Ja. Ohne Fritz geht's nicht. Der Walter ist auch, ja, ich hab das Ding über den Walter, ne? Klasse. Können wir schon loslegen? Nimmst du schon auf? Was? Achso, du nimmst die ganze Zeit schon auf, was scheiße. Ja, also. Kleiner Gag am Rand, das mache ich alle selber. Da hängt keiner hinter der Kamera, soweit ich sehe. Ne, ich muss nachher wieder hinterher gehen. Also, ich habe mich entschlossen, das heute Abend alles schon zu bringen, wenn es geht, ins Internet zu setzen, weil es war einfach so schön, ne? Aber, das haben wir da kurz gehört, das ist Benny Goodman der Türkei. Ich hoffe, dass das kein Affront ist oder so. Für mich hört sich das alles so ähnlich an aus der Gegend. Lebensfrohe Musik, was zum Tanzen. Wenn es irgendwie nicht geht, ne, Candilari und kurdische Kultur, dann müsst ihr euch melden. Dann machen wir es getrennt. Ich leg dann mal los mit den anderen Dinger. Und schalt wieder aus. Bomber, an die Arbeit. Von wem war das? Reinmachen. Ja, aber...
Sprecher, ja. Der ist richtig. Ich hab mich gerade aus den Augen verloren. Es lebe 1. Mai. Mashallah. Danke.